Do I really have to say anything? This is just a 100% playthrough of DDLC in complete German. Hope you enjoy the video. Diesen Sie, diesen aufregenden Orden Roman mit dir. You need to read this novel, Mr. Roman. Or Mr. Novel. Oh boy. Alles klar, Roman. Ich krieg dich. What? What? Wait, hold up. What do you mean with just having me? Like, why? Why? I said nothing about my channel icon. Ich hab gemerkt, dass ich diese Sachen nicht kontaktieren kann. Oh, yeah. This is a good thing. This is a good thing for me. Oh, du hast recht. Ich kann nicht glauben, dass mir das entfallen ist. Naja, dann geh ich ja halt. Soll ich dir meine Telefonnummer geben? Fuck. I mean, fish. Und ich freue mich, wie die auf sind. Ja, ich auch. Ich bin auch. Me too. Okay, but me, I am too. What? Okay, no, this would make sense. But the German translation would be ich auch, not ich bin auch. Because this really doesn't make sense. Nach diesem Austausch gehe ich zur Tür hinaus und Yuri folgt ihm. This sentence is constructed more weirdly than everything else. After this conversation, I go to the door. Go out of the door? Go out through the door? And Yuri follows him. Who? Who does she follow? The door? The desk? The chair? The knives? The pants? I think it depends. I mean, it is the pencils. But no, it depends. I don't know how this thing was constructed, but somehow it did. Aber bis dahin werde ich nicht in der Lage sein, mich davon abzulenken. Instead of the freaking highlight video, this was really timing. I mean, that timing right now. Why? Oh, hi. How? But thank you, Kizunai. Even though her version sounds a little bit weird. Blah 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 blah. Will it dip? Oh! On freaking point! I mean, literally, I wanted to say. And now we got to the depression part. Yeah, this is the part of the depression. Yay! Like in the highlights, I put it really big, happy theory. Als ich mich meinem Haus nähere, sehe ich etwas, das mich in Panik versetzt. Yuri? Oh, makes sense! Makes sense! I saw something. And I had a panic attack. And this was because of Yuri. Oh, vergaß. Oh, no, it's not perfect for reading poems. It's good for fishing. Censoring. Best thing ever. It's not good for reading poems. It's good for fishing. Bist du nicht für uns zu verzeihen? Ja, ich verstehe dich. Genau. Die Sache ist, ich bin irgendwie im Messer. Wir sind einfach so hübsch. The thing is, I am somehow in knives. Into knives. Well, technically, this German is right, but it sounded weird. Ohne Vorwarnung steckt Yuri einen Finger in den Mund und leckt die Hunde. Oh, what I'm doing there. I'm doing the easy thing. I mean, this part is just literally a gut. Hope you. Do you even? I see you loading.
Are you allowed? Hope you're loading. I hope you do the load. Because if you don't do the load, I'm going to load you. Alright, use this other thing. Ahem, I hope. Ich spüre, wie sich ihre Zunge meinen Finger legt. Erschrocken ziehe ich instinktiv meine Hand zurück. Oh, bitte, vergib mir. Ich habe nicht nachgedacht. Oh. Ich. Ihre senkt den Kopf und ihr Gesicht brennt. Sie hebt ihren Kopf nicht. Was, wenn sie sich den Rest des Nachmittags nicht davon erholen kann? Alles klar, weißt du was? Das könnte dumm sein, aber ich mache es trotzdem. Ich nehme Joris Hand und lecke im Gegenzug ihren Finger. Oh Mann, hast du das wirklich gemacht? Jetzt sind wir sogar. Joris sieht mich nur an, als hätte ich etwas falsch gemacht. Ich wusste, dass das eine schlechte Idee war. Ohne das süße Aroma des Jasminsöls wäre die Luft im Moment extrem schwer. Oh no! Juri kommt einen Schritt näher zu mir, dann drückt er kurz meine Hand. Ronan, because of yes. Ich mag das an dir. Gut. Wie soll ich darauf reagieren? Not with good. Ich habe noch keine Chance dazu. Als Yuri sich plötzlich zurückzieht. Say Yuri. Hallo, Roman. Say Yuri. Gerade jetzt waren wir nicht am... Es ist in Ordnung, Roman. Ich bin einfach vorbeigekommen, um Hallo zu sagen. Nun, es ist schön, dich zu sehen. Es tut mir leid, aber ich bin schon auf dem Weg zum Gehen. Ach, wirklich? Das ist sehr schade. Es tut mir leid, aber wir werden morgen alle zusammen auf dem Festival sein, also ist das in Ordnung, oder? Ja, sicher. So Yuri beamt. So Yuri beamt! She just beamt! Don't just look, she didn't. Just have a wonderful, wonderful, cute, cinnamon bun, like, smile? No, she just fired the beam! Ja, also, ich sehe dich dann morgen. Bin ich berührt. Du solltest aufhören mit diesem Haar. Bin ich berührt, ein Yuri davon. I know. Ich weiß, es ist kein Haar, aber es war ein Haar. I know. I deleted, huh? What the? This is the part where it's getting interesting. Was sollen wir sagen, meine Lieben? Sollen wir sagen, Sayori, ich liebe dich? Oder du wirst immer mein liebster Freund sein? Naja, wenn ich gerade so logisch nachdenke, wir machen die 100% Route, also 100% Playthrough. Wir haben Sayori zuerst gemacht, da haben wir natürlich gesagt, dass wir sie lieben. Dann haben wir Natsuki, da haben wir diesen Part einfach übersprungen, weil Fischer. Und jetzt sind wir beim letzten, also... Oh boy! Du wirst immer mein liebster Freund sein, Sayori. Alles in allem. Damit. Sayoris Lächeln bricht endlich. Plötzlich dreht sie sich um und fällt auf die Knie. I could do that!
Okay. Nope. Wait, I don't do this shit from Doki Doki Forces again. Or was it? No, it was in Sonic Time Twisted, yes, again. Du solltest ein wenig Verantwortung für sie übernehmen, Norman. Ich meine, vor allem nach dem Austausch mit ihr gestern. Du hast sie heute Morgen irgendwie hängen gelassen, weißt du? Austausch. Monika. Why? It's like, I say that she says, weißt du was? Weißt du das? Natürlich tue ich das. Ich bin immerhin der Club-Präsident. Oh no. Aber ich bin... What? Aber ich bin diejenige, die weiß, was für sie am besten... What? Okay, now the product is the opposite one that should be there. Like always, but... Now it's the protagonist. Okay. Meine Güte. Du kennst die ganze Geschichte überhaupt nicht, also... Mach dir keine Sorgen. Ich weiß wahrscheinlich viel mehr. Oh no! Bittere zu Sayori's Gedicht. Es ist anders als das, was sie praktizierte. Es ist eine, die ich noch nicht gelesen habe. Nice! Prozent. Verschwinde aus meinem Kopf. 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 Verschwinde bekommen aus von meinem Kopf. What? Get out of my head. Verschwinde, bevor ich tue, was ich weiß, ist das Beste für dich. That isn't German. Verschwinde, bevor ich mir alles anhöre, was sie zu mir gesagt hat. Verschwinde, bevor ich dir zeige, wie sehr ich dich liebe. Verschwinde, bevor ich mit dem Gedicht fertig bin. Aber ein Gedicht ist nie wirklich fertig. Es hört einfach auf, sich zu bewegen. Herr Roman! Frau Sayori! Thanks for watching. If you enjoyed the video, give it a like and show it to your friends. You can also subscribe and don't forget to click on the bell so you never miss a video. Until next time, you're Derman. Es gibt keine Antwort. Ich wollte wirklich nicht so in ihr Zimmer gehen müssen. Ist das nicht eine Verletzung der Privatsphäre? Aber sie lässt mir wirklich keine andere Wahl.